Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jakob, an meiner Seite. Es geht an Escobar. Die kosten 16,90 Euro, 200 Gramm. Wir haben auf dem Messer eine Dose abgegriffen. Danke nochmal da an die Hersteller, dass wir uns da was mitnehmen durften. Ja, wir haben hier den Snow King. Snow King. Kann man sich natürlich nichts drauf vorstellen. Es ist in Klammer steht noch BM. Keine Ahnung. Blaubeermelone. Blueberry Melon. Blaubeerwassermelone soll es sein, wir haben es gerade rausgefunden. Wir haben es geknackt. Aber dann verstehe ich Snow King nicht. Mit Menthol. Schnitt. Schnitt. Du hörst sie nach. Kommen wir zum Schnitt. Ja, Schnitt ist relativ Standard. Mittel bis fein, würde ich sagen. Sind Äste drin, Blattadern. Aber auch die wie üblich, auch klein geschnitten, stören nicht. Ich weiß gar nicht, warum man das immer erwähnt. Wie hast du den Kopf gebaut? Den Kopf habe ich relativ locker gebaut und nicht gerade viel rein. Also 3/4 voll und der geht gut und ganz gut ab. Ja. Bei Tabaks, die ich noch nicht kenne, bin ich immer relativ vorsichtig deswegen. Aber funktioniert gut. Ja. Nicht eingefärbt also? Nicht eingefärbt, so zur Dose noch was sagen? Sag noch erst Molasse. Ja, Molasse ist auch gut eingezogen. Ist noch ziemlich voll, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob da ein Boden aber sieht nicht so aus, der Tabak. Der sieht nicht so siffig aus. Das stimmt, der ist ziemlich feucht, aber eigentlich ziemlich gut. Also ziemlich gut eingezogen. Sieht qualitativ sehr hochwertig aus. Willst du die Dose was sagen? Ja. 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 Sieht hier so ein bisschen wie so eine Patrone aus, ne? Ja, hab ich mir auch gedacht. Ja, also das war wahrscheinlich auch die Intention. Das könnte sehr gut sein. Auch hier das Layout mit den Patronen drauf, ja. Ja. Sieht, darf ich noch was sagen dazu? Ja. Sag bitte was. Das fokussiert wieder nicht. Darf man in die Hand geben? Ja, wird man schon sehen. Ja, ich finde mal ganz schön, wenn die Dose ein bisschen anders aussieht. Da kann man von beiden schon was gut erkennen oder erfüllen, welche Tabak man hat. Gut, Funktionalität, ne? Stapeln ist hier nicht so. Mehr als 10, da wird das wackelig. Ja, aber ich finde ganz gut, dass die 200 Gramm in so einer kleinen Dose sind. Ich mag das immer, wenn man wirklich nicht das Gefühl hat, man hat wenig. Also es gibt Dosen wie Chaos zum Beispiel, obwohl die relativ flach sind. Mhm. Es gibt halt Dosen, die sind riesig mit 200 Gramm. Ja. Und Titanium. Stimmt, Titanium zum Beispiel ist riesig. Und da hat man, sowas gefällt mir dann besser, wenn man so eine kleine Dose hat, wie hier oder bei Nameless. Ja, wo dann wirklich die Dose voll ist. Ja, das finde ich auch bei Nameless klasse, wo dann auch noch der Verschluss mit drauf ist. Also ich finde das persönlich immer sehr gut. Ja. So viel zur Dose. Ja, genau. Geruch. Geruch. Also man hat auf jeden Fall die Mentholnote relativ leicht. Ja, also Geruch. Das ist auf jeden Fall eine Mentholnote im Hintergrund, aber die stört mich nicht so. Also die ist relativ verhalten. Gibt dem Ganzen eine ganz gute Frische. Ja, und dann echt eine Melone, die aber eher so an diese älteren Melonensorten erinnert. Old school. Relativ süß, finde ich. Chemisch jetzt nicht, nein. Chemisch schon, aber Wassermelone ist schwer, nicht chemisch zu machen. Aber chemisch schon, aber erinnert mich auch an Süßigkeiten, aber nicht direkt an diese Kaugummis, die immer jeder direkt beschreibt. Ja, ich habe auf jeden Fall gut. Blaubeere sollen drin sein, ja. Blaubeere kann ich da jetzt. Also jetzt keine Blaubeernote, die ich sonst kennen würde. Da ist sicherlich noch was drin, was außer der Melone, aber Blaubeer. Ich kann es leicht rausriechen. Sehr chemisch gehalten. Ich kann es wirklich echt. Also ich erkenne sie da gut. Wo wir gerade bei diesem Konflikt hier sind, können wir auch sofort zum Geruch kommen. Geschmack. Kommen wir zum Geschmack. Weil auch hier erkenne ich persönlich keine besonders herausstechende Blaubeernote. Auch hier ist nicht nur die Melonennote und die Mentholnote vertreten, sondern auch was anderes. Aber die Blaubeer ist mir. Also dieses Blaubeeraroma, was da anscheinend drin ist, irgendwie finde das bei mir gar keinen Anklang. Also irgendwie meine Geschmacks- und Geruchssinne erkennen das irgendwie gar nicht. Also ich schmecke sie auch hier raus, zwar etwas weniger als im Geruch, aber ich habe sie hier. Ich habe wirklich eine lecker chemische, sehr süßlich gehaltene Blaubeere hier drin. Mit einer leicht chemischen Wassermelone, die ein bisschen an Alwaha-Wassermelone erinnert, an die Aromen, falls ihr die kennt. Aber nicht auf dieses penetrante, säuerliche, zu overpowerte chemische, was wirklich mir gefällt es gar nicht. Die Wassermelone ist auch
meistens nicht mein Fall, aber hier ist die echt nice. Also hier kann man die echt gut rauchen. Ja, dadurch, dass es wirklich so oldschool ist irgendwie. Ja, und die ist auch, was jetzt nicht negativ sein soll, nicht so vollmundig. Das finde ich ist bei Wassermelone immer ein Risiko, was relativ schnell. Das ist gut, dass die Aromen hier schön aufgeteilt sind. Genau, dass man nicht dieses eklige. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was ich meine. Das ist hier nicht. Die Wassermelone finde ich sehr lecker. Die Methodennote ist auch wegen Geruch hier genau auf dem Level, wo ich die noch in Ordnung finde. Ja, die ist wirklich nicht sehr zu viel, nicht zu wenig. Es gibt dem Ganzen eine schöne kühle Note. Ja, wie gesagt, glaube ich nicht. Für mich, für ihn schon. Also auf einer anderen Seite stand noch, dass da ein Bärenmix drin sein soll. Ja, das hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, das ist Wassermelone und ein Bärenmix und nicht Wassermelone und Blaubeer, hätte ich zugestimmt, weil ich erkenne auf jeden Fall noch was dazwischen. Ja. Aber nicht. Das ist nicht wie irgendein Blaubeeraroma, was ich je gespürt habe. Nee, also das habe ich auch noch nicht so geraucht. Mich erinnert sehr stark an eine Blaubeere, aber auch schon noch an eine andere Beerennote. Also irgendwie könnte ich hier noch so eine Himbeere reinsetzen. Ja, ist ein Himbeer, finde ich. Eine leichte Himbeere könnte ich hier noch reinsetzen. Ansonsten, aber ich finde es schön. Also auch die kühlende Note verhält sich hier komplett anders. Ich habe noch keinen Tabak geraucht, wo ich wirklich oben am Gaumen so einen kühlenden Film habe. Ja. Ist schön gehalten. Okay. Ja, und vor allem, man schmeckt auch nicht direkt Menthol, finde ich. Es ist zwar dieser Menthol-Effekt, aber den Geschmack von Menthol, der ist hier nicht vorhanden. Wie zum Beispiel bei Hasso. Ja, wie bei Hasso oft, oder bei Seven Days ganz oft. Ja. Finde ich hier echt gut gelungen. Das stimmt. Ja, Rauchentwicklung geht hier auf jeden Fall fit. Wie jeder normale Tabak auf dem Markt. Preislich ist ein bisschen über Durchschnitt, würde ich sagen, aber geht auf jeden Fall noch klar. Ja. 16,90 Euro. 17 Euro ist natürlich. Muss ihr ja selber wissen. Ja, genau. Probierempfehlung geht ja auf jeden Fall raus. Ist, glaube ich, eine schöne Sommersorte. Im Sommer, ja. Die man mal gut bei warmem Wetter draußen rauchen kann. Ja, danke fürs Einschalten. Unten Facebook, Instagram und Twitch verlinkt. Lasst mal einen Kommentar da, falls ihr schon was von Escobar probiert habt. Eure Erfahrungen würden uns da auf jeden Fall interessieren. Like nicht vergessen, sowie ein Abo würden uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüssi. Vergessen. Nicht gut? Geht so. Stehen wieder machen. Mal überlegen.